Lieber Gott, bitte hilf diesem Land, befreie es von der Geisel der Dummheit, die es überfallen hat. Ich weiß nicht, wer dieses Land so hasst, dass er diese ganze geballte Dummheit über das Land geschickt hat. Ich weiß aber, 85% der Menschen haben diese Grünen nicht gewählt, nicht gewählt, nicht 85. Und der Rest, 15%, im Verein mit der FDP und der SPD, machen es möglich, dass jetzt die Dummheit regiert in diesem Land. Also gut, diese Baerbock, ja, das ist schon ein Symbol. In Aachen eine Rede gehalten, oha, ich habe kein Wort verstanden, ein Satz jagt den anderen, ein Blödsinn am anderen, vollkommene Sinnentleertheit. Sie erklärt Staaten den Krieg und redet nur Dummheit. Und sie wird eingeladen. Und man versteht nicht, warum sie überhaupt eingeladen wird. Was sind das für Menschen, die so eine Dumme einladen? Kriecher. Wohlstandskriecher. Charakterlose, rückgratlose. Da stehen sie dann mit ihren Mützen in Aachen und gucken, als wären sie wichtig. Und in dieser Gesellschaft sind sie auf eine Weise natürlich auch wichtig, weil jeder den anderen sponsert, sofern mehr sinnvoll ist. Gegenseitig. Und nun hält die da eine Rede in Aachen, wird eingeladen. Auch die von mir wirklich schon sehr bewunderte Frau Berben stellt sich neben diese dumme Person. Alle klatschen. Niemand hört zu, was die sagt, ja? Ja. Als der Russland den Krieg erklärt hat, da haben die Russen natürlich zugehört. Also gut. Und dann hat man gesagt, ah, die Russen sind sowieso verrückt. Ich weiß es nicht, was hier los ist. In Deutschland. Wir hatten mal Goethe. Mensch, wir hatten Kant. Mozart nicht, der war von den Österreichern. Gut, okay, aber ein bisschen gehört er auch uns. Und wir hatten Beethoven. Und wir hatten Tschaikowski. Und wie sie alle heißen. Du lieber Gott. Und so viele Dichter. Und sogar schlechte Dichter waren noch besser als diese gewaltige Dummheit dieser Person, die Außenministerin sein darf und dieses Land vertritt mit einem Smiley-Gesicht. Und lauter Dummheit sagt in Aachen. Und dann konnte man lesen, dass die ARD alles zusammengeschnitten hat, dass es doch nur irgendwo einen Sinn ergab. Leute, was ist denn hier los? Das gibt's nicht. Das ist eine intellektuelle Beleidigung. Und ich will, dass das aufhört. Ich bin promovierte Literaturwissenschaftlerin. Ich habe studiert und Examen gemacht und promoviert zu einer Zeit, als in Deutschland noch das Humboldtsche, der ist auch von uns, beide Humboldts, ja, schlagen Sie nach, es waren sogar zwei, ja, das Humboldtsche Bildungsideal galt, ein weiter Horizont ist wichtig, um kreative Lösungen zu entdecken, um Probleme zu bewältigen durch Denken und nicht durch ideologisches Posten irgendwelcher Meinungen, die null Sinn haben, null Sinn. Ja, ich glaube schon, aus psychologischer Sicht kann man sagen, in diesem Land ist ein sowas Autoaggressives am Werk. Andererseits haben, ich sag's nochmal, 85% der Wahlberechtigten diese Grünen nicht gewählt. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwas machen. Das ist einfach eine intellektuelle Beleidigung, die niemand aushalten kann, jetzt noch viel, sehr viel länger. Denken Sie mal nach, was Sie ganz persönlich, Sie tun können. Sie. Ich bin Dr. Waltraud Berle, Life Coach in München und Stuttgart. Hallo, Politik kann einen nicht kalt lassen. Es ist die Rahmenbedingung, sie schafft die Rahmenbedingung für unser Leben.
Okay, jetzt mache ich gerade noch ein Stück weiter. Und wir hier haben viel zu hohe Steuern. Die machen die Selbstständigen kaputt. Die Steuern hätten gesenkt gehört oder für eine Zeit beseitigt nach diesem Corona-Irrsinn, der den Mittelstand ruinierte und alle kleinen Unternehmen belastete ohne Ende. Wir haben einen immensen Reformstau in diesem Land. Ja, da kann die Baerbock nichts dafür, aber die Merkel, ne? Müsste man auch mal sagen. Jedenfalls muss der Reformstau beseitigt werden. Und Sie und ich und wir alle sind dafür verantwortlich. Das ganze Jammern nützt nichts. Wir müssen uns überlegen, was wir wollen und was wir dafür tun können. Sie auch, überlegen Sie mal.